warten auf die Frauen? Sind sie einfach fleissiger und schwänzen nicht und hocken drum noch in der Session? Oder sind sie eingebunkert worden im Keller? Du, was sehr bedauert hast, keine Frau zu sein im letzten Dezember. Was sagst du am Internationalen Tag der Frau? Ja, ich finde, die Anliegen der Frauen sind nach wie vor berechtigt. Und darum denke ich, ist es auch richtig, dass man den Tag macht. Was machst du für die Frauen? Zum Beispiel, dass ich bei der nächsten Ständeratswahl eine Frau wähle. Du als einziger Feminist im Parlament, was hast du gemacht am Frauentag? Aber die Anliegen des Mannes sind ja schon auch berechtigt. Ja, natürlich. Also, es gibt ja auch Männer auf dieser Welt. Und insofern gibt es auch Bereiche, wo Männer benachteiligt sind. Zum Beispiel bei Bundesratswahlen. Und darum sollte man eigentlich für die Männer schauen. Monsieur Parmelin, une question. Qu'est-ce que vous dites aux femmes pour le jour international des femmes? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Chaque année, il y a une manifestation qui rappelle les droits. Le Conseil fédéral respecte tous les droits possibles. Also, Sie respektieren die Frauenrechte. Das ist immerhin schon ein Anfang, Monsieur Parmelin. Für die, die nicht Französisch verstehen, Guy Parmelin hat gesagt, er hat daheim genug Flaschen. In seinem Departement sucht er vor allem Frauen. Wie feierst du den Tag der Frau? Ich weiss es noch nicht, wie ich den feiere. Geht ja auch wieder ein Jahr, bis der nächste ist, gell? Genau, dann haben wir wieder Zeit, um zu überlegen, wie wir den nächsten will feiern. Und du denkst, du bist dann noch im Parlament? Da hast du Hoffnung? Das entscheiden die Wähler in meinem Kanton am 22. Oktober. Und die Wählerinnen. Und die Wählerinnen, Entschuldigung. Frauen sind einfach nicht rausgekommen. Es kommen nur Männer. Sind ihr einfach fleissiger und schwänzen die Session nicht? Wahrscheinlich. Das ist gut möglich. Wir haben schon lange fertig. Wir sind einfach speditiver, effizienter am Ständerat. Wir haben Freezing als Straftatbestand ins Gesetz aufgenommen. Das ist ein extremer Fortschritt. Also man darf jetzt Frauen nicht mehr eingefrieren? Genau. Ja. Jetzt muss man es aus der Tiefkühl nehmen. I'm so very cold. Nur ja heisst ja. Oder auch nein heisst nein. Nur ja ist ja. Nein, es ist nein, ist nein. Zum Glück hast du schon Kind, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand ja sagt. Das ist richtig, ja. Das Kinderproblem, mein Job ist erledigt, was das angeht. Sehr schön. Du bist ein Aargauer, dein Brennstab kann jetzt ins Endlager. Ja, oder mal ins Zwischenlager. Das Endlager haben wir ja noch nicht. Wer vom Parlament wäre am geeignetsten, um eine Nachfolgesendung übernehmen von der Schweizer Comedy-Sendung Deville? Allenfalls von Michello. Es ist immer etwas für Klamauk gut. Wer hat das grösste Comedy-Potenzial im Parlament? Unser Bundesrat als Gremium. Ja, das ist eine gute Frage. Ich schlage Roger Köppel vor, der hat eine gewisse Erfahrung. Ja, also am ehesten ich. Weil wenn ich nicht Bundesrat werde, wäre ich natürlich optimal für die Position geeignet. Außer das bräuchte eine Frau, oder? Dann müssen wir wieder schauen.